Hey, ich bin wie immer der Sirax und herzlich willkommen zum zweiten Part zu Let's Play. Angry Video Gebird Adventures. Ja, zum zweiten Let's Play. Auf Hart und Halloween-Version. Ja, heute ist Halloween. Und wie geht's euch so? Okay, machen wir weiter im Kontext, bevor irgendwas doch passiert. Wir haben letztes Mal, ja, der Pate habe ich ein bisschen überzogen, 30 Minuten, ist auch nicht so schlimm. Wir kamen gut voran, gut. Wir haben 3 Stages geschafft und ich trinke eine Runde Ayran. Ich glaube, das ist die Version ohne Salz. Bin jetzt zu faul, um da Salz reinzumachen. Hast du denn überprüft? Die ist morgen abgelaufen. Morgen ist der 1.11. Da steht 1.11. Na gut, man kann sie auch noch eine Woche nach dem Ablaufsdatum trinken. Das ist ja kein Verfallsdatum wie bei medizinischen Produkten. Okay, in der Regel mache ich immer Asshole weniger als 4. Stage. Keine Ahnung. Weil, ja, Waldbaum. So wunderbar. Ich habe eigentlich gedacht, ich wäre jetzt runtergefallen. Komm schon, stirb nicht so oft. Oh, warum wurde ich jetzt schon wieder getroffen? Rotztücher. Das sind keine Geister, das sind Rotztücher. Aha, dankeschön. Für den tollen Hit. Nein, nein, er hat mich nicht mehr getroffen. Der Geist hat mich nicht getroffen. Was ist los? Es soll Silver Surfer nicht in allem nachahmen. So. Meine Güte. Den Teil machen wir. Willst du mich verarschen, du Wichser? Pisskopf. Du Nille. Das scheiß natürlich nicht mehr da. Ach herrlich. Bist du Kid? Bist du Tin? Also nach vorne. Gibt dir keine Sprite Limitation, beziehungsweise sie ist sehr hoch gesetzt. Beziehungsweise nein, es gibt keine Sprite Limitation. Wenn, dann wird es langsamer. Dann würde ruckeln. Irgendwas in der Nase. So, danke, dass du mich nicht getroffen hast. Komm, dich vögeln wir auch so. Ist mir viel zu blöd jetzt da. Klar gibt es auch eine Methode, mit dem Nerd müsste man hier ganz vorne und runter knien. Aber da werde ich doch tausendmal gefickt. So, Save Point, Poltergeist. Wir nehmen uns das Leben. Ach, immer noch was. Nehmen den Kacktypen. Und kacken uns darüber. So. Lightjumps. Bin kein Freund davon. Wunderschön. Ah ja, das war auch, das ist auch das Spiel, das mich, ja nicht bekannt, aber das war halt im Gegensatz zu den anderen Projekten ein total überhyped. Vielleicht, weil es um den Nerd geht. Ach, ich habe irgendwas in der Nase, das nervt die ganze Zeit. Lieber lasse ich mich von dem Geist vögeln.
So. Nein. Ich weiß, wie toll die Hitbox sein kann. So. Nächster Speicherpunkt, der leider unsichtbar ist. Ja, das Sirax-Boot gerade in der Nase. Wollt mit mir nicht gerade tauschen, die fühlt sich richtig kacke gerade an. So, nimm die Pulle da drüben. Wunderschön. Das Leben möchte ich mir auch nehmen. Oh, wisst ihr noch, wo ich hier ständig gestorben bin hier? Oh. Bei sowas muss ich immer an Battle-Scheißer denken. Leben! Brauchen wir nicht die Steine? So, den Mega-Cheeses möchte ich. Ja gut, der bringt gegen den Boss eigentlich relativ wenig. Das da bringt gegen den Boss gut. Stimmt, die kann man ficken. Diese Ficker. Okay. Bitte noch. Hit? Nein! Mann, ich bürgle deine Mutter! Ey, Mann. Es nervt einfach, was in der Nase zu haben. Vielleicht hätte ich Becker-Cheeses benutzen sollen. Boah! Headshot! Die Zeit, wo ich das auch immer gerufen habe. Headshot! Yeah! So. Ich habe eine eigene Taktik, davor aber ein Schlückchen von diesem Milchgetränk. Und der Mond leistet mir Gesellschaft. Hier stehen. Und sich treffen lassen! Ich meine, jetzt dauert der zwei Runden. Und guck mal, das ist doch so leicht. Was ist los mit dir? So, und er ist tot. Und er wollte sogar noch groß werden. So, Mr. Heiz in den Arsch gebumst. Ja, gut, ja, frontal. Und wir gehen zur Happy Fun Candy Time oder sowas. So, die Sonne lacht. Ich lach gleich nicht mehr. Ihr kennt es ja. So, mit dem Scheißer müssen wir das. Aua. Arschgeburt! Mann, was ist los mit dir? Ich. Ja, der kann das. Macht ein bisschen mehr Schaden, glaube ich, aber. Man kann nicht schneller schießen. Warum hast du dich da zerficken lassen? Unnötig. Man muss ein Leben sparen. Warum hüpfst du da wieder rein? Was ist los mit dir? Mach mich nicht wahnsinnig damit. Was ist los? So eine leichte Stelle und dann lässt er sich bumsen. So, über die auf jeden Fall nicht drüber springen. Den Fehler mache ich nie wieder. So. Wunderbar. Warum es auch so viele Kanonen gibt hier? Ich verstehe es nicht. So. Was ist los? Ich hasse die Baumstämme, die sind so fehlerhaft.
Ja gut, ich werde sowieso nicht lange damit machen. Oh mein Gott, du bist doch so eine Nille. Hör auf, dich bumsen zu lassen, du Wichser. Ach du blöde, anale Missgestalt. Das hätte mir hier geholfen. Na gut. Das waren bei den Runterfallenden. Dass das Laufen da verpackt ist. Das hätte man ja ruhig mit beheben können. Ach, danke für das Leben, das er gerade eben verschwendet hat. So, hier. Weht in der Welt der Drogen. Nie wieder. Ey, was ist los mit Zinken? Nervt immer noch. Irgendwelche Haare kitzeln jetzt auch meine Nase. So, hier am besten schnell sein und nicht und runter springen. Ja, spring runter, du kleine Krebsnutte. Hör auf, mich aufzuregen. Wo kommt dieser Hurensohn her? Applaus fürs Arschloch, ey. Komm. Ich will mich nicht weiter aufregen. So unnötig. Lass dich doch noch mehr anal vergewaltigen von diesen tollen Stacheln. Da ist auch noch Rosettenblut schon dran. Hör doch auf damit! Mann, ich hab keinen Bock runterzufallen. Du bleibst da oben und lässt dich von niemanden ficken. Anale Missgestalt. Geht doch. Hier braucht man das sogar mehr oder weniger. Was habe ich vor 20 Sekunden gesagt? Lass dich nicht mehr ficken. Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Mein Gott. Ich mag die Stelle nicht. Das ist die meistgehasste Stelle von mir hier. Im ganzen Level. Ohne Scheiß. Und du kommst jetzt damit, dass ich die immer wieder machen muss. Bist du eine anale Hure oder was ist los mit dir? Hast du irgendwelche Probleme? Lässt dich von nichts und niemanden hier ficken. Dankeschön. Du reichst jetzt den Save, ohne dich ficken zu lassen. Mann, was habe ich gerade eben gesagt? Du hörst mir nicht zu. Er ignoriert einfach meine Aussagen. Er ignoriert das, was ich die ganze Zeit zu ihm sage. Und macht einfach weiter. Ich versteh's nicht. Fotzenkind. So, wir brauchen ja hier die Hulle nicht. Wollte ich eigentlich. Er lässt sich erdaut ficken. Ich erleb's nicht. Ich will das Leben. Ja, toll! Toll! Lustig! Nein. Er wollte nicht mehr reagieren. Was? Habt ihr das gesehen? Okay, hier kann man sich ducken. Das weiß ich erst seit kurzem. So. Jetzt kommen gleich die Eier. Ich habe noch ein bisschen Hunger. Die Suppe hat nicht so viel gerettet, wie sie eigentlich sollte.
mein Gott. So, wo ist das? No Hit. Flittchen. Da oben ist Leben. So. Hier brauchen wir die V-Taste. Arschloch. Anale Missgestalt. Nein! Du lässt dich Hund eben ficken. Was ist los mit dir? Das ist ja übelst schlimm. Leute! Ist das ein Arschloch hier? Das hängt aber auch davon ab, ob er es über mir abhört. Das tut er nämlich nur random. Dankeschön, Arschgesicht. 9 Tote. In einer der leichtesten Stages. Ich bitte dich. Okay, wir haben ja weihnachtliche Stimmung. Oder es war Weihnachten. Oder es ist Weihnachten. Oder es kommt noch Weihnachten. Ja, weihnachtliche Stimmung hier im Paradies der kackenden Vögel. Yay. Man muss eigentlich alles hier kacken und pissen. Du bist doch eine anale Missgeburt. Nimm das Bier und lässt sich direkt danach treffen. Bier verbraucht umsonst. So, das Ding ist auch leer. Ich hasse die Rehe. Die Rentiere. Rentiere. Warum machen mir kleine Schneebälle Schaden? So. Nicht sterben. Zum Glück ist es hier nicht rutschig. Sonst würde ich echt das Kacken kriegen. Kriege ich auch so. Aha. Nein. Mein Gott. Unnötig. Arschloch! Mein Gott, unnötig bis zu allerletzt. Sicher. Warum wackeln die da oben so komisch? Oben rechts. Die bumsen sich. So, weil ich das Leben will. Gehen wir da hin. Möglichst ohne zu sterben. Dankeschön. Hättest du auch den Vogel abschießen können, aber nein. Warum auch? Funktioniert wird immer bewertet. Hier ist quasi die Mega Man rutschflüssig, oder? Nein, bei Mega Man war es anders. Nein! Kann diese Missgeburt darum nicht sterben? Stirb! Das gibt's doch nicht, ey. Ja, danke schön. Ja, man kann hier durch. Kleine Abkürzung. Das wusste ich ja auch damals nicht, dass man so stoppen kann so easy. Sollte man schon kennen, sollte nicht blind sein. Wie lange dauerte das LP? 11 Stunden. So. Kacksprung. Mein Gott, ey. 2 Leben, 3 Leben. Ist doch mal was. Solche kleinen Sachen halt sind Gold wert. Wir haben bisher noch kein Continuo verloren, zum Glück.
So, runterspringen. Besten sich hier nicht dödeln lassen. Er wollte nicht springen. Solche Blöcke sind total fehlerhaft, ich verstehe es nicht. Ein Glück. Nochmal zwei. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Zum Glück sind hier Blöcke. Hätte er auch da. Das ist so ein Kacksprung hier. Blöcke sind so fehlerhaft, die konnten sie ja nicht richtig programmieren. So. Dankeschön. Doppelkill! Aha, wunderschön! Ich hasse es, wenn mein Spring nicht angenommen wird. Wenn auf meine Meinung geschissen wird. Was war das denn? Hör auf zu verrecken! Ja, gut, noch eins! Scheißegal. Ah, oh Gott, zum Glück bin ich... Zum Glück bin ich da nicht reingefallen. In den Deathblock. So. Weihnachtsmann gekillt. Alle Kinder werden mich lieben. Man kann auch hier beschleunigen ein bisschen. Beziehungsweise langsamer. Die Glitchscheine hier zu haben, wäre hier Gold wert. So. Aha, wunderschön. Oh, er lässt sich von allem ficken. Rosetten Lutscher. Rosetten lecker so herum. So packen wir die No-Hit. Wahrscheinlich nicht. Hey, mein Gott, er lässt sich von Rosetten Heini. Oh mein Gott, ich hasse es, wenn die so fliegen. Unnötig! Der Boss ist nicht schwer. Ach, herrlich. Mein Gott, ich hasse es, wenn er direkt zu mir kommt. Der hat... Hör auf zu verrecken! Spiel soll Spaß machen und nicht nerven. Ach, hör doch auf mit dieser schwulen Sache hier. Das geht so nicht, Mann! Hör auf zu sterben! Jetzt, mein Gott. Jawohl, geht doch, blödes Flittchen. Wir haben schon 42 Leben gelassen und kein Continue verloren. Das ist immens. 6 Tote. Unnötig. So. Wie viele Minuten sind das jetzt? 20? Irgendwas in der Art. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder so. Haut rein. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.